Hallo und willkommen zurück zu Diskia 5. Ja, ist wieder ein Tag vergangen. Ich war in der Character World und dadurch ist die Forschung hier als abgeschlossen. Und da können wir gleich mal den Overlord da angehen. Erstmal hier abholen, was passiert ist. Ja, irgendwelche Sachen. Nur einen Gefangenen, das ging Is ja this okay? relativ schnell. Ah ne, genau, das hier hat ja unendlich lange gedauert, genau das. Das ging schnell hier mit 93%. So. Jetzt auf zum Overlord. Der letzte war ja recht einfach. Und dieser hier ist im Moment schon Level 52. Mir wurde übrigens neulich noch eine Frage beantwortet, was dieses Summon hier bedeutet. Wenn ich da drauf drücke, dann wird mir ein Bonuslevel von den dreien da abgezogen. Und dann kommt meine eigene Taschenunterwelt hierher und löst einen Effekt aus. Meine eigene Taschenunterwelt, ich habe es ausprobiert, hat aber noch keinen Effekt. Aber ich könnte damit einen negativen Effekt aufheben, der da besteht, wie zum Beispiel das Gift oder diese minus 20% Trefferchance. Wenn so ein Effekt hier wirksam ist, dann könnte ich das halt damit wieder aufheben. So. Was machen wir jetzt mit den Leuten hier? Jetzt Level 25, okay, das geht ja alles. Dann würde ich gerne. Wir stehen hier alle so dicht. Ich würde aber gerne so anderen Leuten meine Chance geben, die sonst nicht zum Zuge kommen. Aber die stehen hier so dicht, da muss ich echt mal sehen, dass ich aufräume. Da komme ich gar nicht durch. Da stehen die auch wieder zu dritt. Also ich glaube, da muss ich erstmal den Boss hier wegmachen. Und danach den Kleinkram. Let's end this quick. Oder kommst du da ganz rum? Nee. Verkehrt rum. Dann eben so. Ah ne, Zielregen gedacht, klar. Wie sieht deine Magieresistenz aus? Gegen Feuer vielleicht? Das bringt gar nichts. Let's have fun. Conan ist wieder dabei. Und noch halbwegs krank geschrieben. Habe ich gar nicht geheilt jetzt nach der Forschungsreise.
Mach mal, gegen was bist du denn empfindlich? Gegen Äxte, ja, das ist gut. I'll get super reckless. Nee. Quatsch. Gegen Äxte bist du immun. Speere, Schwerter. Ist alles nicht so schön. Was machen wir denn da? Ich habe jetzt gerade keine Idee. Kriegen wir nicht so einfach da kaputt? Leave it to me. Let's do this. Wie nehme ich denn noch? I'm coming. Sturm, du wirst ja gleich noch gebraucht. Und Muni, der macht gleich, die macht gleich, ein bisschen Heilung, also wir kriegen ja gleich Konterschaden oder sowas, oder hier durch China Tiger. Und, Walter hier Schaden. Ach, das ist doch blöd hier, wie die alle stehen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Habe ich jetzt alle? Wie Walter gerade nochmal China einen mitgegeben hat, weil er Pfeile abgekriegt hat. Da musst du deine Emotionen besser unter Kontrolle haben, Walter. So geht das ja nicht. Nee, habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte, die Gegner wären hier härter. Nee, mach ich jetzt erstmal nächste Runde. Hard. I'm going to play. Das
sind denn nur Level 25, Leute? So, jetzt bin ich total eingekesselt hier. Jetzt kann ich überhaupt keine neuen Leute einsetzen. Da muss ich auch gerade mal was gegen tun. Let's go! So. Das bringt alles wenig. Ach, Conan steht da auch noch. Du musst Conan da gerade mal weg. Achso, nee, du hast auch noch einen Capture-Skill. Wenn du den jetzt einsetzt. Müsste das eigentlich reichen. Und Conan? Nach dem Capture-Skill. Ja, Conan ist aber nicht in der Capture-Truppe, oder? Dann einfach kraftvoll zuschlagen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann würde ich sagen, du kannst auch mal zuschlagen. Du hättest noch was klauen können, oder? Thank you.
Oh, da gibt's viele neue Sachen. Wow. Da hätte ich echt mehr klauen sollen hier. Aber wie gesagt, das ist alles sehr eng. Da kriegt Littlefinger dann direkt einen auf die Mütze. Auf den Deckel oder die Mütze. So, was nehmen wir? Bloody Orb. Brauche ich eigentlich seltener die... Achso, genau, stehen da die Werte dabei. 210, 259 Schutz. Nein! Oh Mann! Da kann er hin. Und Zeroken nicht vergessen. Nehmen wir Christo auch noch mit. This quick. I'll support you. Let me thank you. Boah, so gesehen lohnen sich die Overlord-Welt natürlich schon, wenn man dann mal ein bisschen stehlen kann hier. Aber dazu ist Littlefinger ein zu niedriger Level. Der muss echt mal aufleveln. Damit er auch mal ein paar Schläge aushalten kann. Boah, und auch hier der Bonus-Level ist ja hier gigantisch. You okay? Christo noch einen Goldbarren gefunden. Ja, dann würde ich sagen,
Kann ich jetzt hier noch irgendwas tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, doch, ein Medal of Greed haben wir da bekommen. Und dann ist die Unterwelt kaputt. Ich lasse trotzdem in der Liste. Ich muss ja noch eine Quest erfüllen. 25 Unterwelten hier in der Liste. Und jetzt haben wir hier noch eine neue. Dark Illuminati ist auch fertig. Oder? Hä? Der sagt complete, aber ich kann mir da keinen Dark Illuminati. Ach da. So. Genau, und jetzt haben wir hier neue Unterwelten. Der ist nur Squad Level 29. Muss die Leute gerade mal eben heilen. Dann können wir zwei neue Expeditionen losschicken. Let's fix you up. Da ist immer noch was populär. Okay. So, was können wir uns denn erlauben? Level 50 ist noch zu heftig, glaube ich. Dragonfang wäre 30, das wäre relativ einfach. Also relativ einfach. Und das hier ist 29. Die beiden, die können wir dann mal angehen. Ach, oder die beiden sind auch 29 und 30. Dann machen wir mal den etwas stärkeren zuerst. Obwohl, mit der Enemy Rate ist der eigentlich der etwas stärkere. So. Ist die Frage, wenn ich jetzt auf Reise schicke. Ich schicke ja immer dieselben und die kriegen dann immer gut Erfahrungspunkte und die anderen, die kommen gar nicht mehr hochgelevelt hier. Ich würde ja Fianna und die Ninja auch gerne mal einsetzen, dass sie mal hier ein Klassenlevel hochbekommen. Das heißt, die will ich jetzt hier nicht wegschicken. Ich mache jetzt auch nur mal ein. Warte mal, du. Ich mache jetzt hier die höchsten Level rein. Dann haben wir danach, sind wir noch höher, dann können wir vielleicht eine Level 50 Welt irgendwie mal angehen und so weiter. Aber den Wrestler, den brauche ich auch. Muss ich auch steigern. Hierfür habe ich jetzt wahrscheinlich gar keine Leute mehr. Ich versuche, selbst wenn sie dann wipe out werden, dann kann ich sie ja wieder zurückholen, heilen und dann ist wieder gut. Kostet nur eine Menge Geld. Also die eine verlorene Expedition, die hat mich, glaube ich, 20.000 bis 30.000 Hell gekostet.
nur an Krankenhauskosten. Ich würde sagen, Kone, du musst noch einmal mit. Die anderen, die brauchen hier noch Mana und sowas. Tja, die anderen brauche ich, dann kommt noch mit. Ach je. Ihr beiden. So. Dann haben wir wieder mal keine Quest erfüllt, wie das aussieht. Warum eigentlich nicht? Ich habe doch Leute getötet, oder? Wir brauchen 10 Kills und ich habe 5. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch viel mehr jetzt gerade besiegt. Neue Quest kann ich jetzt auch nicht annehmen, weil ich schon 10 angenommen habe. Aber es gibt hier auch nichts Interessantes. Ist eigentlich in diesem Fall ganz gut. Na gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt verhören. That's what you get for doing that to me. That's what you get for doing that to me. That's what you get for doing that to me. That's what you get for doing that to me. That's what you get for doing that to me. Awesome. Kann man den Mana Club noch ein bisschen aufwerten. Das zieht sich jetzt natürlich ein bisschen, bis wir da die 3000 zusammen haben, aber die hier, das sind ja nochmal 9 Stück mal 30 oder, ja, sind vielleicht so 250 mal 3, 57, ja, da müssen wir also nochmal so 20 Gefangene extra machen. So. Ich guck noch mal eben nach Skills. Me? Ach, da hat sich jetzt auch gar nichts getan. Ah ne, warte mal, Muni war jetzt auch nicht involviert. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wer jetzt hier noch Mana bekommen hat. Auf jeden Fall haben wir nicht so viel bekommen da gerade. Nichts, was sich jetzt lohnen würde. Oh, Nisa. Also NIS America, NIS America, Nippon Ichi Software America, kann jetzt einen Skill lernen. Bye.
So, dann bereiten wir mal den nächsten Level vor. Let me thank you. Dann bereiten wir mal den nächsten Level vor. Let me thank you. I'm leaving. Right there. Let me show you. That's what you get for doing that to me. Let me thank you. Nee, gut. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter mit dem mit der Mission 8.1. Also bis dann. Tschüss.